Also sauber rauszoomen und dann habe ich alle diese Punkte eingezeichnet. Vom B weg nach K ist jetzt dieser Aufsprunghügel. Und ein wichtiger Wert nur, sonst kann man das Ganze nicht lösen, ist die Steigung bzw. der Winkel im Aufsprungpunkt, im kritischen Punkt K, der ist 34,3 Grad. Das ist die steilste Neigung. Und das mache ich jetzt eben auch so, dass ich das wieder als Schieberegel oder als Wert definiere, sagen wir mal als Wert, als Alpha definiere und dann kann ich es vielleicht noch ein bisschen ändern. Ich schreibe einfach ein Alpha, wie ich vorher schon gesagt habe, man kann die griechischen Buchstaben sehr einfach und sehr schnell mit der Alt-Taste generieren, also Alt A erzeugt mir Alpha und das sollen sein 34,3 und auch wieder wichtig, wir brauchen die Einheiten Grad dazu, sonst ist einfach nur ein Zahlenwert der Strecke. Wenn ich Grad dazu mache, ist wirklich ein Winkel und ich kann wirklich mit einem Winkel rechnen. Natürlich ist jetzt die Frage, gebe ich das negativ an oder positiv, das ist jetzt fürs Weitere dann muss man berücksichtigen, aber kein Problem. Alt A, mit Alt kann man die griechischen Buchstaben eingeben. Das Ringerl ist gerade. Gut, die vier Bedingungen, da brauche ich euch nicht erzählen, wie man jetzt aufstellt, wie wir eine Polynomfunktion dritten Grades haben. Das heißt, wir wollen das Ganze als Kurven dritten Grades dann anpassen, brauchen wir so vier Bedingungen. Um diese Bedingungen jetzt gleich in Gleichungen zu formulieren, lasse ich mal die Tabelle mal einblenden, weil dann kann ich super dann mit Matrizen das Gleichungssystem lösen. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel wieder so ein Punkt, da muss ich ja händisch schon noch überlegen. Ich kann es natürlich jetzt ausdefinieren mit ax hoch 3 plus bx plus c, x plus d und so weiter und dann mit einem CAS lösen lassen und so weiter. Aber jetzt würde ich mal sagen, jetzt haben wir dann einen Punkt, wo der Schüler schon wissen muss, was muss er denn hernehmen, welche Bedingungen, damit überhaupt auf die Gleichungen kommt. Das nimmt einem kein Computer ab, dass er wirklich klar wird. Fangen wir mal an. Der Punkt an der Stelle 0 muss minus s rauskommen. Das bedeutet für die Koeffizientenmatrix, ich glaube, das kann ich relativ schnell machen, unter Profis wie euch, muss dann was da stehen? 0, 0, 0, 0, 1 und rauskommen soll halt minus s, oder? Also ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx plus d. D ist praktisch einmal vorhanden und rauskommen soll halt minus 4. Dann der weitere Punkt K soll vorkommen, also wie muss das dann lauten? Das müsste dann sein ax hoch 3, das heißt, das sind dann n hoch 3, oder? Für den Koeffizient. N Quadrat, n und 1. Für diesen x-Wert soll rauskommen minus 60, oder? Also minus h. Ja, und jetzt wird es ein bisschen blöder vielleicht im Kopf, weil wir wissen, dass, fangen wir mit dem Wendepunkt an, die zweite Ableitung an der Stelle 104, an der Stelle n muss 0 sein, das war irgendwas mit dem 6ax plus, das haben die Schüler auch schon auswendig gelernt einmal, ja. Also wie viel muss ich für den Koeffizienten a eintragen? 6 mal n. Geht der Abstand auch, ich habe es jetzt automatisch mit mal gemacht. Und beim B müssen steht 2b, oder? Also eigentlich nur mal 2. Ja, muss ableiten. Wenn du es einmal ableitest, hast du 2ax, 2bx, also 2 eigentlich nur. Und die anderen Koeffizienten sind alle 0. Herauskommen zu bei der Wendepunkt, dass die zweite Ableitung 0 ist. Und der letzte wird vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger, das ist 3ax Quadrat, das heißt an der Stelle k, an der Stelle 104, also 3 mal n Quadrat. Ich schreibe immer das Gleiche, ja, muss man nicht.
Aber ich bin es irgendwie gewohnt, weil ich weiß, ich muss jetzt da was berechnen oder GeoGebra sollte was berechnen. Dann lautest plus 2bx, also 2 mal wieder die Stelle n plus c, also 1, d kommt eh nicht mehr vor. Und was soll jetzt die Steigung sein? Wir haben einen Winkel angegeben, der Tangens von, wenn wir es negativ haben wollen, dann schreibe ich Tangens von minus diesem Winkel Alpha ein. Das kann man natürlich nicht in der Schule machen, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, aber ich glaube, das hat so gut, dass man das schnell hinkriegt. Genau, ja. Ich habe das gleiche Problem schon mit CAS gemacht, also wo ich dann eingib, definiere f von x ist gleich ax hoch 3 plus bx² und so weiter und arbeite dann wirklich symbolisch damit, ja, also wirklich mit den Ableitungen und den Gleichungen, lasse dann dieses Gleichungssystem lösen. Aber jetzt nehme ich heute mal die Tabellenkalkulation her, um euch auch zu zeigen, Matrizen sind auch kein Problem. Und Matrizen kann man einfach als verschachtelte Listen erzeugen und ich habe jetzt die Tabellenkalkulation hergenommen, damit ich euch das ganz schnell zeigen kann, wie jetzt aus dieser 4 Koeffizienten 4x4 die 4x4 Matrix rausbekomme. Markiert euch das. Und wir haben das heute Vormittag schon verwendet. Unter Rechtsklick erzeuge, lasse ich jetzt eine Matrix erzeugen. Okay. Und ihr seht wieder, was ich super finde, es wird nicht als verschachtelte Liste dargestellt, sondern es wird wirklich als Matrix dargestellt. Ihr habt wirklich wieder die schöne Darstellung mit den großen Klammern. Und jetzt sieht man es nur viel schöner, wie die Koeffizienten da dargestellt sind. Dann, was braucht man noch? Wir brauchen Lösungsvektor, nennt man das, glaube ich, ja. Das auch als Matrix. Im Endeffekt ist es ein Vektor, aber das ist dann wurscht. Also noch mache ich aus dem letzten auch nochmal eine Matrix, die heißt dann Matrix 1 und Matrix 2. Wir sind, glaube ich, eher gewohnt, dass wir das als Groß X bezeichnen und das andere als B oder Groß A. Wenn ich jetzt Groß A das benenne, kein Problem, klickt es drauf, nehmen wir es Groß A, dann wird halt unser Punkt, der A genannt wird, umbenannt, und zwar in A1. Es gibt keine doppelte Benennung, Bezeichnung von Objekten. Das ist ganz klar, jedes Objekt muss ganz eindeutig benannt sein. Aber es ist kein Problem, wenn ich noch einen Namen ändere, die schon vorhanden sind. Es wird dann einfach das Vorhandene überschrieben und in dem Fall mit einem Index. Bis auf, also das ist sehr praktisch. Vorrang hat das später definiert. Bitte? Vorrang hat das später definiert. Genau, also wenn ich jetzt gesagt habe, die Matrix habe ich A definiert, dann wird das A genannt und das andere wird halt A1. Wenn ich die Matrix 2 als A definiert? Bitte, die Matrix 2 als A, dann wird das A sein, das wird A1 sein und das wird A2. Also es geht dann immer so, kann man sagen, rekursiv weiter. Und die Matrix B, die Matrix 2, wer möchte, kann es nur als B definieren, als klein b. Dann hat man es in der Form A mal B ist, A mal X ist gleich Lösungsvektor B. Was brauchen wir? Wir brauchen die Inverse der Matrix mal B. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Inverse oder invertiere der Matrix. Schreibe in die Eingabe rein, inf. Da gibt es einen Haufen inverse Sachen. Ihr seht schon, das kommt aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich schreibe mal ein wenig weiter. Invertiere heißt es. Invertiere Matrix. Es müsste eigentlich ergeben, wenn man schreibt A hoch minus 1, aber ich schreibe es jetzt wirklich mit invertiere die Matrix A und multipliziere das mit klein b und dann kriegt man ja die Lösungen aus. Das verlangt schon gewaltig viel Mathematikwissen, denke ich mal. Ja, also da ist nicht mehr so, das macht eh alles der Computer, sondern das ist so eine Halbsache, wo ich sage, okay, reine Rechentechniken, das lasse ich im Computer übrig, aber ich muss schon wissen, was ich da mache. Muss auch schön dokumentiert haben. Und wir kriegen den Lösungsvektor raus, 0, 0, 0,25 minus 4. Das 0, 0 ist jetzt trügerisch. Ja, weil es würde bedeuten, dass ja die Koeffizienten von A und B 0 sind. Das ist deswegen trügerisch, weil natürlich die Rundung jetzt auf zwei Nachkommastellen eingestellt ist und wahrscheinlich ist dieser Wert 0,00 irgendwas.
Zur Sicherheit lasst euch einmal die mit der Einstellungen, die Rundung, schauen wir mal bei 5 Dezimalstellen und siehe da tatsächlich, erst nach 5 Dezimalstellen ist dieser Koeffizient da. Also jetzt habe ich GeoGebra rein als Werkzeug verwendet, um diese Gleichung zu lösen, ohne CAS, sondern nur mit Hilfe der Matrix-Invertierung. Okay. Kriegt man die jetzt wieder sinnvoll in der Genau, wie kriege ich die jetzt wieder rüber? Wie kann ich die da jetzt wieder irgendwie einkriegen? Ja? Entweder ich habe es in der Tabelle, vielleicht machen wir das gleich in der Tabelle. Ich könnte natürlich jetzt das da herüber auch machen und dann wieder da, aber jetzt konzentrieren wir wieder auf die Tabelle. So habe ich es zwar daheim nicht gemacht, habe ich es auch kein Problem. Ich hätte jetzt da gern praktisch das A stehen, das B, das C, das D, also die Koeffizienten stehen. Wie kann ich wieder zugreifen auf die Matrizen? Jetzt muss ich mir da ein bisschen über Listen ausgehen, aber ich brauche Elemente der Matrix. Ja? Und was brauche ich? Ich schreibe das da jetzt rein. Element, und da steht es eh schon, entweder von einer Liste und Position des Elementes, ich weiß jetzt nicht, das ist, glaube ich, nur mal eine einfache Liste. Schauen wir mal, sonst müssen die nachgeben, Zeile und die Spalte ist immer 1. Ich probiere es jetzt mit dem ersten. Die Liste lautet bei mir Matrix 1, da wo die Lösung drinnen steht. Halt das. Muss ich ein bisschen größer machen. Und die Position des Elements ist die erste Position. Ah, dann liefert er mal Listen aus, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nehmen wir bitte Element Matrix 1 Beistrich und Nummer 1, dann liefert er mal von der ersten Zeile und ersten Spalte das. Ja. Wenn du das so machst, oder wie? Und erzeuge? Probier es nochmal, ob es wirklich eine Matrix erzeugt hast oder ob es nicht nur eine Liste erzeugt hast. Da fällt mir nur gerade. Okay, weil sonst ist es eine reine Liste von Zahlen. Da fällt mir gerade was ein, weil ich gerade das Problem entdeckt habe, dass da dieses Befehl so lang ist und nicht mehr dargestellt wird. Wer die Funktionalität von Excel kennt, dass oben immer der Funktionsterm steht, den könnt ihr euch auch einblenden lassen. Geht einmal da in die Styling Bar, dann habe ich wieder was Neues euch gezeigt. Und ich kann auch hier verschiedene Styles angeben, also Farben, Schraffierung, Farbschattierungen und so weiter. Und es gibt da so einen Button, der heißt FX, und das ist genau das, was man aus Excel kennt, die Zelle A6, und da habe ich dann die Eingabezeile. Das ist sehr praktisch, ja. Also noch einmal unter der Styling Bar, wenn ich mir die einblenden lasse, dann gibt es da dieses Icon FX und dann kommt man auf diese Eingabezeile, Befehlszeile, ich weiß nicht, wie es in Excel heißt, und da kann man jetzt da sagen, aha, die Zelle A6 wird definiert über Element aus der Matrix 1, das war die Lösung, Zeile 1, Spalte 1. Und jetzt mache ich das halt geschwind. Kann man das nicht auch gleich wieder mit Zählbezügen machen? Kommt man natürlich auch machen, aber ich mache es jetzt, ich bin jetzt so, glaube ich, schneller. Dann möchte ich das zweite Element, dann das dritte Element und dann das vierte Element. Da ist man so ein wenig schneller. Ah, jetzt geht's. Das ist vielleicht ein ganz guter Effekt, dass man das jetzt über die Tabelle macht, weil wir jetzt neue Tabellenobjekte haben. Kann ich sowas wie extra diese 1 Volt, damit ich da wirklich gleich auf einmal
ausrechnen kann. Da habe ich bis jetzt immer durch das extra vorgezogen, weil ich das da. Was, den Befehl, der sagt man, wie heißt also der M-Mult? Dann könnte ich jetzt genauso das hinsichten, wie das oben ja. hat. Und dann M-Mult, Klammer auf, M-Inmult und dann den ganzen Bereich markieren. Ah, und dass er da gleich die Lösung raus hat. Ich habe es noch nie probiert. Ich glaube, Intertabellenkalkulation machen. Ich weiß, ja. dass praktisch da gleich dann die Lösung rauskommt. Ich habe es noch nicht probiert. Kann sein, müsste man ausprobieren, dass praktisch die Lösung gleich rausspuckt, ja. Ich bezweifle es aber, weil jedes Objekt, das ich definiere, ein eindeutiges Objekt ist und ich kann nicht ein Ergebnis auf eine Liste übergeben, weil das, was da jetzt steht, ist im Endeffekt die Liste A6 bis A9. Und was aber rauskommt bei der Matrizenmultiplikation ist ein Objekt und dieses eine Objekt hat halt Zeilen und Spalten. Das ist eine verschachtelte Liste, ja. Weil die hinaus, das Explodieren geht recht schnell mit erzeuge irgendwas, aber dass ich dann ein Objekt zur Tabelle da eingekriegt, das ist jetzt doch eher mit Elementen mühsam. Ja, es gibt schon noch andere. Bitte? Ich habe es einfach hineingezogen mit gleichen Block von der Algebra. Das da? Ja, von der Maschine waren es alle vier Werte. Da? Ja. Ah, danke, ja. Danke. Bleibt es interaktiv? Interaktiv bleibt es nicht. Interaktiv bleibt es leider nicht. Das geht schon, ja. Also müsste es eigentlich dann auch gehen, dass man das dann umbezieht. Ich habe das noch nie gemacht, ja. Kann sein. Müsste man sich spülen. Ist auch relativ schnell. Aber da übernimmt er dann die Werte nur, glaube ich, gell? Keine Interaktivität. Kann aber sein. Ja, schauen wir mal, schauen. Ja, ist egal, wir wollen das Beispiel fertig lösen. Gut. Das, was wir jetzt auf alle Fälle haben, und auf das kann ich eingehen, wir haben jetzt Tabellenelemente, Zellen, die lauten A6, A7 und so weiter, und mit denen kann ich natürlich wieder genauso weiterarbeiten, und jetzt lassen wir uns geschwind dieses A6 mal x hoch 3, groß A6 muss ich schreiben, oder schreibe ich, damit es klar ist, mal x hoch 3 plus A7 mal x Quadrat, also diese Funktion jetzt geschwind basteln, A8 mal x plus A9 und hoffen, dass das die richtigen Koeffizienten sind, die diesen Aufsprunghügel modellieren. Juhu! Schaut nicht so schlecht aus, glaube ich. Das, was für mich jetzt wieder interessant ist, und das macht GeoGebra wieder aus, ich habe nur vier freie Objekte. Und jetzt habe ich die vier Daten von der Berg-Isel-Schanze genommen. Und jetzt wird es erst interessant, weil diese vier freien Objekte bestimmen alle anderen Dinge. Ich habe das immer so schön relativ bezogen. Und jetzt könnte man anschauen, wie schaut es denn mit der Flugschanze aus auf Kulm, wo H und N wieder ganz anders ist. Ja? Wie schaut es mit unterschiedlichen Werten aus? Vielleicht experimentiert es ein wenig mit dem und schaut, wie die Performance ist, ob H, wenn ich das ändere, ja, das geht sogar relativ rasch. Ja. Ja. Bitte? Mach's doch. Okay. Ich glaube, das geht anders auch, aber das war jetzt reines nur Werkzeug verwenden. Gut, eins habe ich gerade gezeigt und was, das ist nicht vielen aufgefallen, aber schaut mal. Diese freien Objekte, die ich definiert habe, sind eigentlich nicht Zahlen, sondern im Innersten von GeoGebra sind es Schieberegler. Das heißt, ich kann die sofort wieder visualisieren als Schieberegler, indem ich, das ist eine Zahl H, die nicht dargestellt ist. Seht ihr das da vorne an dem weißen Kugel? Wenn ich jetzt diese Zahl darstellen möchte, dann wird der Schieberegler draus.
Das ist eigentlich jede Zahl, die ich definiere, ist ein Schieberegler. Und die kann ich mir jetzt wunderbar einblenden lassen. Und dann habe ich wirklich mit Hilfe von Schiebereglern sogar noch die Möglichkeit, die sind jetzt nicht beschriftet, die markieren wir es geschwind und tue dann die Beschriftung und Name und Werte anzeigen lassen. Und jetzt kann ich mit Hilfe des Schiebereglers das auch noch interaktiv steuern. Leider ist bei 104 jetzt gar, das heißt, das muss ich noch in einem Schritt ändern, dass die maximale Größe dann nicht bis 104 geht, sondern wieder mit Rechtsklick und Eigenschaften maximal vielleicht H300. Dann kann ich mir vielleicht sogar Flugschanzen anschauen, die ein bisschen größer sind. Es gibt da einen ganz entscheidenden Faktor, das H zu N, das ist schanzentypisch, das H zu N, das kann nicht beliebig sein, sehr klar, das kann nicht beliebig weit sein und nur 10 Meter Höhenunterschied sein, und in Innsbruck ist das 0,579, das Verhältnis muss ungefähr bei diesen Zahlen immer sein, 0,58, damit das nicht zu flach wird oder auch zu steil wird. Sonst habe ich alles. Ja, und jetzt braucht man nur ein bisschen weiterdenken, was passiert mit einem Springer, der eine quadratische Flugparabelbahn hat, wo sitzt der dann auf. Da kann man jetzt schon weiter modellieren. Ich glaube, ich höre da auf bei diesem Punkt. Alpha konnte ich mir noch einblenden lassen. Bitte? Die abhängigen Objekte waren die da. Und noch einmal, das wäre halt mein Wunsch, dass ein Schüler das so verwendet, GeoGebra, dass das wirklich für ihn einfach ein Werkzeug ist. Aber so sauber, so wie es wir jetzt gerade gemacht haben, definiert und nicht nur Zahlenwerte dann übernimmt und so weiter, sondern dass man das dann auch interaktiv wieder ändern kann und dann wieder drüber reden kann. Was passiert mit anderen Schanzen? Warum passiert auf einmal sowas, wenn der Aufsprungwinkel bei unserer Modellierung sehr steil wird? Wieso müsste das dann mit der Modellierungssache eigentlich so nach oben weggehen und so weiter? Da bietet sie meines Erachtens wieder dann ganz viel Diskussionsstoff. Ehrlich? Das war aus diesen Zellen heraus. Genau, das habe ich aus diesen Zellen heraus einfach eingegeben. Und zwar, so habe ich das einfach hingeschrieben. Ja. Das war ja die Aufgabe zum Modellieren.